Der Volvo P121 Amazon war der erste Volvo mit einer selbsttragenden Karosserie und folgte 1956 auf den Volvo PV444. Sicherheit wurde bei Volvo großgeschrieben und so waren diese auch unter Amazon bekannten Modelle und der PV445 die ersten Fahrzeuge weltweit, die ab 1959 mit einer 3-Punkt-Sicherheitsvorrichtung ausgestattet waren. Außerdem trugen auch gepolsterte Armaturenbretter zu mehr Sicherheit bei. Crashtests gehörten bei Volvo zum Standard. Das Design des Volvo Amazon stammt von Jans Vilsgaard, der damals die Designabteilung des Konzerns übernommen hatte. Angelehnt wurde die Stufenheckform am italienischen Alfa Romeo 1900. Es entstand eine pontonförmige Karosserie, die auf die damals noch üblichen abgesetzten Kotflügel verzichtete. Neu war auch die verbesserte Rundumsicht durch größere gewölbte Scheiben. Besonders die Heckscheibe war auffällig groß und es gab kaum ein anderes Modell auf dem Markt, das diese Rundumsicht ermöglichte. In der gesamten Produktionszeit des Volvo Amazon von 1956 bis 1970 gab es diverse Modellvarianten, die sich voneinander nur wenig unterscheiden. Merkmale findet man am Kühlergrill und auf dem Kofferraumdeckel. Die ersten Modelle haben am Kofferraumdeckel einen zweigeteilten Griff und an der Kühlermaske einen breiten, tiefen Chromrand mit breitem Mittelsteg. Die Maske ist verziert mit einem Gitter aus 9 senkrecht und 12 waagrecht angeordneten Verstrebungen. Mittig erkennt man in jeder Öffnung eine breite Chromstrebe. Modelle ab 1964 erkennt man am einzelnen Kofferraumgriff mit integriertem Volvo-Zeichen. Die Front ziert eine Kühlermaske mit schmalerem, flachem Chromrand. Der Kühlergrill hat nur noch 3 senkrechte und 10 waagrechte Streben pro Öffnung. Sind die Radkappen original, lässt sich auch an ihnen ein frühes Modell von einem später gebauten unterscheiden. Das große rote Volvo V gehörte zum früheren Modell. Die späteren Baureihen erkennt man an einem kleinen, schwarz hinterlegten V. Die Viertürer-Version wurde bis 1967 hergestellt. Mit dem Produktionsstart 1961 im schwedischen Torslanda wurden auch die zweitürigen Modelle, wie das hier gezeigte, eingeführt. Im Innenraum gibt's großzügig Platz und regelrechtes Limousinengefühl. Vorne und im Fond des Wagens ist viel Raum für Beinfreiheit bei langen Ausfahrten. Ab 1968 kam der B20 Vierzylindermotor mit 1990 Kubikzentimeter zum Einsatz. Mit bis zu 100 PS bei 5400 Umdrehungen pro Minute erreicht man damit annähernd eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km pro Stunde. Die Volvo Amazon Modelle gelten bis heute als äußerst zuverlässig. Besonders den Motoren wird eine extreme Leistungsbeständigkeit zugesprochen.